ist es gut, wenn man mal Perspektive wechselt. Und das machen wir auch gleich, Maiko. Oh, soll ich weggehen? Du gehst jetzt hinter die Kamera und ich mache mit dem Thema Perspektivenwechsel weiter. Hi. Schön, dass ihr da seid. Hallo, herzlich willkommen. Sigi, schön, dass du da bist. Ja, danke, freue mich auch. Ja, nochmal ein Isolations-Livestream. Jeden Abend, ihr wisst, 19.45 Uhr. Wer bist du? Kannst du was ein bisschen aus deinem Leben erzählen oder dich kurz vorstellen? Ich bin die Sigi Larsson, geborene Rehberger. Der Name ist vielleicht anderen mehr geläufig hier in der Umgebung. Ich wohne in Ecki, bin verheiratet und wir haben 4 Kinder. Okay, was ist Ecki für die? Also Eckartshausen, 2 Kilometer von Ilshofen entfernt. Also du bist eine echte Hohenloherin. 100% Hohenloher. Bist hier geboren, ja, genau. Auch aufgewachsen. Ich habe nur mein Hohenloherisch manchmal nicht parat, aber manchmal doch. Okay. Kommt drauf an, mit wem ich rede. Wie bist du von einer Hohenloherin zu einem schwedischen Franzosen gekommen? Ja, interessant. Ja, mein Mann ist Schwede-Franzose. Es kam daher, ich bin nach meiner Banklehre, ich habe Bankkauffrau gelernt, und nach meiner Lehre bin ich ein Jahr mit einer Missionsgesellschaft, OM, nach Frankreich. Mich hat Französisch schon immer in der Schule sehr gefallen und interessiert und auch das Land hat mich begeistert. Und dann habe ich gesagt, hey, ich mache mal was anders nach der Lehre. Und so bin ich mit OM ein Jahr nach Frankreich. Auch hat mich fasziniert, dass in diesem Land, das eigentlich unser Nachbarland ist, ganz wenige Christen gibt im Vergleich zu Deutschland. Viele Menschen keine Bibel haben und geschweige denn Jesus kennen. Und deshalb bin ich da mit einem internationalen Team in einen Ort, um eine Gemeinde zu gründen. Wir waren dort zusammen mit einem schwedischen Missionsehepaar quasi vor Ort, um eine Gemeinde zu gründen, um Menschen von Jesus zu erzählen. Wie war das da? Was habt ihr genau gemacht? Ja, wir waren als Team zusammen. Das war am Anfang, ich habe mir das so easy vorgestellt. Ich kam ja aus Hohenlohe, ein Hohenloher kann alles, weiß alles. Und da musste ich schon mal die Erfahrung machen, das ist nicht so. Also allein die Sprachbarriere war doch größer, wie ich gedacht habe. Die Kultur total anders wie Deutschland. Wie kann man solche Menschen erreichen, die wirklich nichts von, die Gott nicht kennen? In einem internationalen Team zu sein, ist eine Herausforderung. Also ich musste dann mal lernen. Ich wurde erst mal ganz klein, habe mich aber nicht unterkriegen lassen und habe gesagt, hey, dieser Perspektivenwechsel ist jetzt meine Chance. Ich sehe das als Chance für mein Leben an und als eine Bereicherung. Und habe dann gelernt, Leitungswasser ist gar nicht mal so schlecht. Das kannte ich vorher nicht. Das hat man bei uns nicht getrunken, dort nur. Seitdem trinken wir das auch nur. Schnecken kann man essen. Man kann mit Christen eins sein, obwohl die aus total anderen Gemeinderichtungen kommen, obwohl die anders ticken, obwohl Charaktere anders sind. Und wir können trotzdem eins sein. Das fand ich schon mal was, eine starke Sache. Was mich am meisten schon bewegt hat, wir mussten ja quasi Menschen von Jesus erzählen, ob das jetzt durch Traktate verteilen war oder auf der Straße anquatschen, Pantomime auf der Straße machen. Und ich wurde in meinem Glauben herausgefordert. Ich musste erst mal überlegen, hey Sigi, was glaubst du eigentlich? Und für mich ist in diesem Jahr Gott ganz real geworden. Früher war er eher so in meinem Kopf und da ist er wirklich in mein Herz gerutscht. Und wie gesagt, nebenbei habe ich da meinen Mann kennengelernt und das Missionsehepaar war dann später meine Schwiegereltern. Es war eine wertvolle Zeit. Also ich würde jedem raten, so in, und ich glaube, wir brauchen das auch in unserem Leben, wir brauchen Perspektivenwechsel, weil mir immer wieder neu überlegen müssen, wer wir sind, was wir denken, wie unser Leben strukturiert ist, ob das wirklich so gut und richtig ist. Und deshalb ist es gut, wenn man mal Perspektive wechselt. Und das machen wir auch gleich, Maiko. Oh, soll ich weggehen? Du gehst jetzt hinter die Kamera und ich mache mit dem Thema Perspektivenwechsel weiter. Ich habe euch hier was mitgebracht. Ich frage dich jetzt, was kannst du hier sehen? Ihr könnt mir jetzt natürlich leider keine Antwort geben. Ihr seid zwar live dabei, aber ich höre euch nicht sprechen. Jetzt frage ich dann dich einfach, Maiko, hinter der Kamera. Was siehst du hier? Ein schwarzer Punkt. Schwarzer Punkt. Das ist oft das, wo unser Blick als erstes hinfällt. Wir sehen, egal wo wir sind im Leben, wir sehen oft immer nur den schwarzen Punkt. Dieses kleine Negative, diesen schwarzen Punkt im Leben. Dabei vergessen wir eigentlich, dass es noch viel mehr gibt, dass es das große Ganze drumherum gibt. Wenn wir es prozentual betrachten, ist hier nämlich ein großes weißes Blatt mit einem kleinen schwarzen Punkt. Aber wie gesagt, dieser kleine schwarze Punkt
der bestimmt auch mich oft ganz, also mich auch ganz oft im Leben. Wir brauchen nur an unsere aktuelle Situation denken, ja, vielleicht findest du diese Corona-Zeit, dir hängt schon hier oben, du kannst das Wort nicht mehr hören. Du findest die Situation kacke, ja, weil keine Schule, keine Uni, vielleicht hast du Kurzarbeit. Du weißt nicht, wie lange das noch geht. Zeiten sind unsicher und wir sehen da wirklich diesen kleinen schwarzen Punkt. Wir werden da oft negativ wirklich so eingestimmt, dass wir das große Ganze gar nicht mehr sehen. Ein anderer schwarzer Punkt kann auch einfach unser Blick sein. Wenn wir anderen Menschen begegnen, sehen wir da oft nicht das große Ganze, sondern nur den schwarzen Punkt. So, oh ja, der kann ja, hat viel bessere Klamotten als ich oder die kann viel besser singen als ich. Wir sind immer so schnell in einer Vergleichssituation drin. Also mir geht es selber auch, wenn man so Leuten begegnet, ob das Bekannte sind oder neue Menschen, anstatt die so neutral zu beobachten und neutral kennenzulernen, sehen wir immer gleich diesen schwarzen Punkt in diesen Menschen. Oh, das kann er besser, der schlechter und ich vergleiche mich immer gleich mit denen. Letztendlich ist dieser Blick, löst ja ganz viel Neid in mir aus. Der macht mich neidisch auf andere und es bewirkt kein Zusammenkommen, sondern mehr getrennt sein. Manchmal kann dieser schwarze Punkt auch ein Anspruchsdenken sein, das ich habe. Ich habe den Anspruch, ja, ich brauche ein cooles Auto, ich brauche ein eigenes schönes Haus, ich muss zweimal im Jahr in Urlaub gehen. Also ein Anspruchsdenken, das ich mir selber mache, vom Materialismus geprägt und wo wir eigentlich das große Ganze dabei vergessen. Und wie gesagt, ich entdecke mich da selber, dass ich so durchs Leben till, dass ich da immer diesen schwarzen Punkt sehe und das große Ganze, die eigentliche Perspektive verliere. Und dabei ist es wichtig, dass wir das Große und das Eigentliche ja nicht verlieren, weil wenn wir das Große und Eigentliche sehen, bin ich überzeugt, dass wir in unserem Leben viel mehr Dankbarkeit und Zufriedenheit erfahren. Der Paulus beschreibt das mal in der Bibel so, er schreibt an die Korinther, eine Gemeinde in Korinth, und er sagt da, zwei Kapitel beschreibt er das. Er schreibt über die verschiedenen Gaben, die wir haben, was wir alles können, wie vielseitig wir eigentlich als Menschen gestrickt sind. Der eine hat die Gabe, der andere die. Wir alle, du und ich, wir haben Gaben und Gott hat sie uns gegeben. Und er beschreibt es und sagt aber auch ganz deutlich, wenn wir auch in unseren Gemeinden nur auf diese Gaben schauen oder nur auf Aktionen rennen und das Eigentliche, nämlich denjenigen, der die Gaben gegeben hat, Gott, dann bringt unsere Arbeit nichts. Dann haben wir die richtige Perspektive verloren. Und ganz am Schluss schreibt er da in 1. Korinther 13, nun aber bleiben Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei. Das heißt, wenn wir Glaube, Liebe und Hoffnung nicht mehr als Perspektive in unserem Ganzen haben, verlieren wir das Eigentliche. Ist unser Leben nur auf den schwarzen Punkt fokussiert und nicht mehr auf das große Ganze. Und ich glaube, dass wir wieder neu zurückkommen müssen auf diese drei Dinge, dass Glaube, Liebe, Hoffnung mein Leben bestimmt, dein Leben bestimmt. Diese aktuelle Corona-Zeit ist eine Herausforderung für uns alle. Ich habe euch hier mal das Gestickte von unserem Samuel gebracht. Wenn ihr das so betrachtet, denkt ihr vielleicht, hä, totales Wirrwarr, einziges Chaos, kann man ja gar nichts erkennen. Und so in etwa kann man eigentlich unsere Welt vielleicht gerade sehen. Also chaotisch, ein Wirrwarr. Man denkt, was ist eigentlich los in unserer Welt? Drehen wir das aber um, tata, dann sehen wir, dass da doch ein tolles Muster rauskommt. Also er hat da ein Lesezeichen fabriziert für die Oma. Man merkt hinten Wirrwarr und Durcheinander, aber auf der Vorderseite erscheint ein tolles Muster. Und ich bin mir sicher, wenn Glaube, Liebe und Hoffnung unser Leben bestimmt, dann ist unser Leben, hat eine Perspektive und sei es noch in so einer chaotischen Zeit, die hat eine Perspektive, die Sinn macht, eine Perspektive, die dein Leben zufrieden macht, die dein Leben mit Dankbarkeit erfüllt und eine Perspektive, die bleibt. Weil der Paulus uns ganz klar sagt, dass Glaube, Liebe und Hoffnung, diese drei Dinge, die sind ewig, die bleiben. Und ich wünsche uns, dass wir diesen Blick, diesen gesamten Blick haben von Glaube, Liebe, Hoffnung und nicht nur diesen Blick auf das Schwarze. Zum Schluss habe ich euch eine Anekdote, die ich euch gern vorlesen möchte. Der heilige Jakob war mit einem Schüler unterwegs in den Bergen. Als es dämmerte,
errichteten sie ihr Zelt und fielen müde in den Schlaf. Vor dem Morgengrauen wachte Jakob auf und weckte seinen Schüler. »Hey, öffne deine Augen«, sagte er, »und schau hinauf zum Himmel.« »Was siehst du?« »Ich sehe Sterne, Vater«, antwortete er schlaftrunken. »Unendlich viele Sterne.« »Und was sagt dir das?«, fragte Jakob. Der Schüler dachte einen Augenblick nach. »Dass Gott, der Herr, das große Weltall mit all seinen Sternen geschaffen hat. Ich schaue hinauf in den Himmel und fühle mich dankbar und demütig angesichts dieser unendlichen Weiten. Wie klein ist doch der Mensch und wie wunderbar sind die Werke Gottes.« »Ach Junge«, stöhnte Jakob, »mir sagt es, dass jemand unser Zelt gestohlen hat. Was für eine Perspektive hast du?« Das war's für heute. Schönen Abend. Tschüss. Ciao.